Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren! Im letzten Jahr durften wir in diesem Hause die Kostprobe der gesanglichen Fähigkeiten der damaligen SPD-Abgeordneten Andrea Nahles hören. Mit Blick auf die Bundesregierung sang sie damals frei nach Pippi Langstrumpf: Ich mach mir die Welt, wie sie mir gefällt. Keine Angst, ich werde jetzt hier nicht singen. Obwohl, ich war mal früher ein junges Talent gewesen. Heute hat Frau Nahles als Bundesministerin die Möglichkeit, die Welt zu verändern. Und das ist bitter nötig, wenn wir uns die Arbeitsverhältnisse hier in der Fleischindustrie anschauen. In den deutschen Schlachthöfen haben sich in den zurückliegenden 10, 20 Jahren unhaltbare Zustände entwickelt. Beim Schlachten und in der Fleischverarbeitung hat es einen enormen Erdrutsch bei den Löhnen und bei den Arbeitsbedingungen gegeben. Als die Dienstleistungsmärkte in Europa geöffnet wurden, versäumte es die Politik, oder vielleicht sollten wir auch sagen, hat sie es bewusst unterlassen, in den Mitgliedsländern für die Entlohnung verbindliche Mindeststandards festzuschreiben. Maßgeblich gefördert durch deutsche Regierungen hat es so eine falsche Politik der Europäischen Union dadurch zu einem dramatischen Sozialdumping geführt. Es sind vor allem ausländische Beschäftigte, meist aus Osteuropa, entsandte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die über Werkverträge und Subunternehmen zu Hungerlöhnen beschäftigt werden. Oft zusammengefercht in menschenunwürdigen Unterbringungen, abgeschottet von der deutschen Gesellschaft. Meine Damen und Herren, das ist moderne Sklaverei und das ist menschenunwürdig und das muss hier endlich beendet werden. Die Gewerkschaft Nahrung, Genuss und Gaststätten schätzt, 80% der Beschäftigten in deutschen Schlachthöfen sind Werkvertragsarbeitnehmer. Die Zustände in den deutschen Schlachthöfen sind so katastrophal, dass sich Nachbarländer wie Frankreich, Dänemark und Belgien beschwert haben, Deutschland verschaffe sich durch Lohndumping Wettbewerbsvorteile. Und Belgien hat bei der EU-Kommission sogar eine offizielle Beschwerde eingereicht. Das muss man doch endlich mal zur Kenntnis nehmen. Und die Bundesregierung macht hier wenig bis fast gar nichts. Denn dieser Gesetzentwurf, der heute hier vorgelegt wird, der ist zwar richtig und geht in die richtige Richtung, aber die Lohnhöhe, darüber werden wir noch reden, ist natürlich nicht dem, was wir uns hier heute vorstellen. Dass dies in Deutschland möglich ist, dafür sollten die politischen Verantwortlichen einfach sich schämen. Und es ist dringend notwendig, zu handeln und bei den Löhnen Mindeststandards für die Branche festzulegen. Der hier vorgelegte Gesetzentwurf bietet das einfach nicht. Das eine ist natürlich die Entgelthöhe, wie ich schon angesprochen habe. Wir alle wissen, die vereinbarten Tarife führen nicht aus dem Niedriglohnsektor heraus. Der Branchenmindestlohn soll ab dem 1. Juli diesen Jahres 8 Euro betragen. Die Niedriglohnschwelle lag aber damals im Jahr 2012 schon bei 9,30 Euro. Und besonders fatal, meine Damen und Herren, die Beschäftigten werden im kommenden Jahr zunächst nicht vom gesetzlichen Mindestlohn profitieren können. Denn es greift hier vor allen Dingen die Übergangsregelung, die festgelegt werden soll, dass den Arbeitgebern erlaubt wird, diesen Beschäftigten den Mindestlohn vorzuenthalten. Und das gehört auch zu Ihrem Flickenteppich, meine Damen und Herren. Herr Schieverling, ich gucke Sie da ganz besonders an. Das gehört zu dem Flickenteppich des Mindestlohnes, wo Sie immer sagen, der Mindestlohn ist jetzt das Nonplusultra, so wie Sie ihn einführen. Das größte Problem ist aber die Umsetzung des Branchenmindestlohnes in der Praxis. Frau Kramme hat es angesprochen. Erst massive Medienberichte haben eigentlich dazu geführt, dass die Arbeitgeber bereit waren, Tarifverhandlungen abzuschließen, die jetzt als allgemeinverbindlich erklärt werden sollen und für alle Beschäftigten gelten sollen. Es ist jetzt schon klar, dass Arbeitgeber alles tun werden, um die gesetzlichen Regelungen zu umgehen und zu unterlaufen. Scheinselbstständigkeiten, falsche Stundenabrechnungen, Zwangsabgaben von Lohn für überteuerte Unterkünfte, all das sind Praktiken, die wir alle schon wissen und kennen aus anderen Branchen. Eine effektive Kontrolle ist aber nur möglich, wenn die Finanzkontrolle Schwarzarbeit personell ordentlich ausgestattet ist. Dies ist derzeit nicht der Fall. Um ordentlich zu kontrollieren, brauchen wir mindestens 2.500 Beschäftigte mehr. Das fordert die Zollgewerkschaft. Die Bundesregierung muss dem Wildwuchs an Scheinwerkverträgen und Subunternehmen Einhalt gebieten. Und sie muss auf europäischer Ebene für eine Durchsetzungsrichtlinie sorgen, die nicht einem weiteren Lohndumping Tür und Tor öffnet hier in Deutschland, meine Damen und Herren. Und um auf die damalige
Rede unserer heutigen Arbeitsministerin zurückzukommen. Solange in Deutschland Menschen harte Arbeit unter krankmachenden Bedingungen leisten müssen und dafür auch noch Hungerlöhne in Kauf nehmen müssen, solange Praktiken wie in der Callcenter-Industrie, bei den Truckerfahrern oder der Fleischindustrie zu- und nicht abnehmen, solange darf es nicht so bleiben, wie es ist. Und solange ist nichts wunderbar auf diesem Arbeitsmarkt, meine Damen und Herren. Und hier möchte ich der Frau Staatssekretärin, den beiden Staatssekretärinnen auf den Weg geben. Hier muss Frau Nahles endlich handeln. Dankeschön.